die zeitlose Insel kann man ab sofort besuchen auf den Testservern zur WoW Patch 5.4. Das ist ja mehr oder weniger der größte neue Endgame-Inhalt abseits der Raid-Instanz natürlich. Ja, und wie kommt ihr dahin? Nichts einfacher als das. Ihr erhaltet dieses hübsche Paketchen hier von einer der NPCs, von einem der NPCs von der Insel. Und das packt ihr aus und darin habt ihr ein merkwürdiges Gerät, nämlich eine Uhr. Die sieht aus wie eine Taschenuhr und die könnt ihr anklicken. Und was passiert dann, wenn ihr das macht? Schauen wir mal. Hübsche Animation. Ja, dann wird man auf die Insel teleportiert. Beim ersten Mal gibt es die Schnellreisefunktion. Für weitere Male muss man sich da allerdings selber hinbegeben. Hier sieht man auch schon, gibt es gleich einen Flugpunkt, also kein großes Problem. Ist gelegen vor der Küste des Jadewalds und so sieht's aus. Ja, ist relativ hübsch. Gefällt, glaube ich, ein bisschen größer aus als die Insel der Riesen. Und hat auf jeden Fall sehr viel mehr zu bieten, inhaltlich. Ja, man kann extrem viel tun. Das erklärt auch, warum dieses Video schon relativ lang ist. Allerdings zeigen wir in diesem Video trotzdem noch längst nicht alles, weil das würde den kompletten Rahmen sprengen. Ja. Was man zum Beispiel machen kann, ist ganz einfach alleine oder am besten mit einer kleineren Gruppe von Freunden einfach so rumlaufen und Zeug tun. Gegner umbringen oder hier zum Beispiel Nester plündern. Sachen anklicken. Äpfel an den Bäumen, mit denen kann man sich heilen. In dem Nest jetzt hier gab es zeitlose Münzen, da kommen wir gleich noch zu. Es gibt auch am Strand sind zum Beispiel Schildkröteneier, da gibt es einen kleinen Buff. Also es gibt zig Objekte, mit denen man interagieren kann, für die man entweder zeitlose Münzen kriegt oder irgendwelche anderen kleinen Effekte. Ja. Und so eine der Hauptattraktionen ist hier dieser Hof der himmlischen Erhabenen. Mhm. Da sieht man zum einen die himmlischen Erhabenen. Zu denen gleich mehr. Und dann ist hier auch so ziemlich das Stell-Dich-Ein aller Mists of Pandaria NPCs, mit denen man irgendwie mal zu tun hatte. Die Ackerbauern sind da. Baumeister sind da. Chen ist da. Die sehen wir gleich noch. Da findet ihr auf jeden Fall alles, was Rang und Namen hat. Da auf einer kleinen Säule steht auch der Geist von Shao Hao. Es gibt verschiedenste Händler, wo man sich eher aus Spaß als aus Nutzen Getränke kaufen kann. Zum Beispiel Feuerwerkhändler gibt es auch. Hier sind die Ackerbauern begeistert beim Zuschauen. Und hier gibt es quasi die Haupthändler, so wie sie derzeit sind zumindest. Denn die zeitlosen Münzen, die wir eben schon gesehen haben, sind die Währung auf der zeitlosen Insel. Mit denen kann man allerlei Krimskrams kaufen. Ja, zum Beispiel. Als Runen der Mogo zum Beispiel. Oder hier Beutel, in denen jeweils ein Ausrüstungsgegenstand für eine Rüstungsklasse ist. Damit kann man sich dann Rüstungsgegenstand herstellen für die jeweilige Spezialisierung, die man spielt. Mhm. Der Gegenstand ist Stufe 496, also so ähnlich wie im Brachland. Die Items, aus denen die Gegenstände hergestellt werden, sind allerdings accountgebunden. Das heißt, man kann hier zum Beispiel sogar für Twinks Ausrüstung farmen, wenn man es möchte. Ja. Und bei dem Händler gab es jetzt noch diverse Gimmicks für die Insel, zum Beispiel Buffs, mit denen man dann auf der Insel schneller reitet oder eine Möglichkeit, sich auf die Insel zu teleportieren. Oder man kriegt mehr Münzen, wenn man Gegner umbringt. Also verschiedenste Effekte, die allerdings derzeit noch nicht funktionieren. Das sind noch keine echten Items, die man verwenden könnte. Ja. Aber die gibt es dann da auch zu kaufen, vermutlich auch gegen zeitlose Münzen. Gerade rechts habt ihr auch die Nudelwagen gesehen. Für die gibt es ja dann Quest für Köche. Die ist auch noch nicht im Spiel drin, aber man kann sie sich zumindest schon mal anschauen. Hier noch ein paar weitere NPCs. Gleich kommen wir auch noch an Furorion und Anduin vorbei. Die sind mit ihrem Brettspiel umgezogen. Und was dir besonders gut gefallen hat, die beiden Wachen. Rechts. Und links. Und links. Ja. So rum ist es richtig, aber wenn man von Furorion dann guckt, steht links, rechts und rechts, links. Alles sehr verwirrend. Ein anderer Hauptinhalt, natürlich, die Modelle waren ja auch schon gedata, meint hier die putzigen, super süßen. Kleinen himmlischen Erhabenen. Das gehört hier zu dem Kampfhaustier-Turnier, was hier auch stattfindet. Ja. Was man allerdings noch nicht starten kann. Allerdings der NPC, sofern sich daran nichts noch ändert, verrät einem schon, man braucht 30 Level 25 Haustiere, um das überhaupt machen zu können. Ja. Und über dieses Turnier, was in einem Szenario stattfindet, verdient man sich dann eben einen anderen Währungstyp, für den man zum Beispiel hier die himmlischen Erhabenen als Pets kaufen kann. Oder ein paar andere Gimmicks, Kampfhaustierbandagen zum Beispiel. Schön fand ich den Stein, mit dem man alle, ich glaube, ungewöhnlichen Haustiere mit einem Schlag auf einen seltenen Status aufhebt. Irgendwas in der Art. Was dann hier auch noch hin und wieder auftauchen kann, der ist nicht immer da, ist noch ein anderer Händler, der relativ stylisch aussieht, der reitet auf einer Riesenschnecke. Mhm. Der hat derzeit ein sehr kurioses Sortiment an Ausrüstung, nämlich Verkleidungen für den streunenden Mobs. Ja, finde ich super. Dem man dann zum Beispiel ein lila Kleid anziehen kann oder einen Festtagsanzug. Der mopsige Streuner ist ja sowieso das beste Haustier im ganzen Spiel.
Und dann kann man ihm natürlich auch ein Piratenkostüm anlegen. Die kann man derzeit auch nicht benutzen. Man weiß auch nicht, ob der Händler vielleicht wechselnd für verschiedene Pet-Typen irgendwas hat. Aber es gibt eben auch noch andere Spezial-Ulk-Händler. Und eine der Hauptattraktivitäten oder Hauptaktionen, Aktivitäten auf der Insel sind natürlich die neuen Weltbosse, nämlich hier die himmlischen Erhabenen. Ja, die wechseln sich nacheinander ab, also laufen immer, ja, zufällig gewählt, in die Mitte und dann kann man sie angreifen. Und ich empfehle es dafür, eine Gruppe zu haben, weil alleine oder mit einer Handvoll Leuten ist das schon ganz schön schwer. Die haben über 300 Millionen Lebenspunkte, ist also nicht mal so eben schnell gegessen. Und die haben natürlich auch diverse Fähigkeiten, mit denen sie euch prüfen. Also ihr werdet sie nicht umbringen, aber ihr sollt sie besiegen und dann dürft ihr euch stolz fühlen, dass ihr sie auch bezwungen habt. Ich glaube, was an Belohnungen gibt, ist noch nicht bekannt. Aber ihr seht hier schon mal, was da auf euch zukommt. Neosau beispielsweise, der eine ganze Weile ganz schön heftig stampft und den Tank beispielsweise zurückschleudert und auch noch sich selbst einen Buff verteilt, mit dem er stärker wird. Ja, läuft quasi, ist jetzt kein Bosskampf, den man erst finden muss oder der respawnen muss, sondern es läuft die ganze Zeit als Event. Derzeit auf dem Testserver noch sehr chaotisch, vor allem als wir da waren, deshalb jetzt noch keine echten Guide-ähnlichen Videos zu den Kämpfen, aber kann sich eben auch jeder schon angucken. Wenn man auf die Insel kommt, bekommt man eine Quest, die einem aufträgt, so ein paar Schlüsselpunkte zu erkunden. Und das war es dann auch mit Quests. Ja. Die einzige Tagesquest, die es derzeit auf der Insel gibt, ist die hier. Die ist sehr nett. Zur Senior Historian Evelina. Eine Anspielung auf Evelyn, ich hätte mir den Namen rausschreiben sollen. Friedrichsen heißt die gute Frau, glaube ich. Die bei Blizzard mehr oder weniger ein Auge auf die Lore hat und überwacht, dass das in den Spielen alles stimmig ist. Und da muss man tatsächlich einmal am Tag eine Frage zur Warcraft-Lore richtig beantworten, um 100 zeitlose Münzen zu bekommen. Ja. Zum Beispiel, das hier ist, glaube ich, die Frage, welcher Horde-Botschafter es in Silvermoon irgendwie gar nicht ausgehalten hat. Wusste ich auch direkt nicht. Andere Fragen sind dann zum Beispiel, wie untote Murlocs heißen. Also eine sehr nette Questidee. Man geht halt tatsächlich einmal am Tag hin, klickt sich dann so lange durch Fragen durch, bis man eine gefunden hat, die man beantworten kann. Das stellt dich ernsthaft vor Herausforderungen. Und ansonsten macht man auf der Insel einfach, was es da so gibt, zum Beispiel Truhen öffnen. Sachen anklicken. Unfassbar viele Sachen klicken. Das waren jetzt gerade Gegenstände, die zu diesen Rüstungssets gehören, wo dir dann einfach anklickt und dann wird dein entsprechendes Item daraus, wenn ihr auch die passende Klasse dazu habt. Das wird vermutlich auf dem Live-Server nicht so üppig ausfallen. Also wir haben Kisten aufgemacht, da haben wir dann 8 von diesen Tokens rausgezogen. Das wird vermutlich noch runtergefahren. Ja, diese Items kann man sich eben entweder kaufen, bei den Händlern gezielt, wie vorhin schon gesehen, oder sie droppen auch derzeit von Gegnern und aus Kisten. Wie das dann auf dem Live-Server ist, muss man mal gucken. Neben dem, dass man einfach nur Gegner umhaut, die so da sind, gibt es aber auch tatsächlich zum ersten Mal eigentlich so in WoW so wirklich dynamische Events, die auch noch ein bisschen umfangreicher sind als im Brachland. Hier zum Beispiel, dieses Dorf kann hin und wieder von ranzigen Bierelementaren angegriffen werden. Und ranzig ist nicht gut. Da schweben dann so ein paar da rum und wenn man die alle umgehauen hat, um dieses Fass da wieder zu füllen, was da eben noch an der Stelle stand, wo jetzt ein Brunnen steht, dann kommt der Boss hier raus und dann kann man den umhauen. Und dann gibt es eben auch noch mal eine kleine Belohnung. Diese Events werden genauso wie auch die unfassbar zahlreich vorhandenen seltenen Gegner und Elite-Mobs auf der Insel auf der Minikarte immer angezeigt. Auf der Weltkarte nicht, aber die wird vermutlich auch tatsächlich zu voll werden. Aber auf der Minikarte sieht man immer an Symbolen, wo gerade in der Nähe irgendwas los ist, wenn einem so einfach so Mobs-Farmern irgendwie zu doof ist. Ja, du hast gerade schon das Stichwort gebracht, seltene Gegner. Und den gibt es auch zahlreich. Zahlreiche auf der gesamten Insel, die sind da verteilt. Die werden auch auf der Minikarte eben, wie gesagt, schon angezeigt. Ihr seht das da oben rechts. Und hier haben wir einmal den Herrn uns gefunden, der jetzt in dem Moment noch nichts Besonderes kann. Also im Prinzip auch nur das, was Standardgegner dort in dem Bereich können. Auch droppen sie noch nichts Interessantes oder Spannendes, aber das wird vermutlich auch noch angepasst. Ja, das wirkt noch sehr, sehr unfertig zu dem Zeitpunkt. Also die ganzen Mobs sind schon da. Wie gesagt, es gibt unfassbar viele auch Respawns. Aber die heben sich noch nicht besonders ab. Aber das war beim Testserver zum Beispiel für die Insel des Donners auch so. Ja. Als die zum ersten Mal testbar war, da waren dann auch schon seltene Gegner da, die aber eigentlich nur Standard-Mobs waren. Ich würde also vermuten, hier tut sich noch ein bisschen was. Das hier ist jetzt der Teil der Insel, der auch zu Ordos führt, dem fünften Weltboss. Und noch fast. Abseits der himmlischen Erhabenen. Da muss man hier so ein bisschen durch das Gebiet. Das ist der Feuergott der Yaungol. Also ist hier auch entsprechend viel mit Feuer los. Man sieht da auch schon, es ist relativ dicht gespawnt. Da sind extrem viele Gegner. Das ist zum Beispiel so ein Inselteil, wo man alleine wahrscheinlich eher eine schwere Zeit hat. Ja. Hier auch gleich noch das nächste Pack an Rare Spawns gepult.
Das sind gleich drei in dem Fall, die unter anderem unfassbar viel Feuerschaden austeilen. Deshalb macht man sich hier diese Bäume zunutze. Deswegen werden wir zum Baumkuschler. Die Aura nämlich, die man da bekommt, die auch hier grafisch so ein bisschen dargestellt ist, durch die erleidet man nämlich weniger Feuerschaden. Kann man sich dann dafür zum Beispiel zunutze machen. Vorher muss man allerdings um die Bäume rum so fiese Geister ausschalten. Die auch extrem viel Feuerschaden machen. Unfassbar viel Schaden machen. Ein weiteres kleines Mini-Event. Wie gesagt, es gibt unfassbar viel auf der Insel. Ist der Raum hier? Ja, das ist Kukuru. Und der hockt da in seiner Schatzkistensammlung. Und für die zeitlosen Münzen könnt ihr dann einen dieser Schlüssel kaufen, mit denen ihr eine Truhe aufmachen könnt. Und ich habe mich mal für die Kleine da entschieden. Und schau an, ich kriege zeitlose Münzen, nämlich 800 Stück in dem Fall. Ich habe 500 bezahlt, 800 zurückgekriegt. Das ist ein guter Tausch, finde ich. Ja, das ist derzeit quasi mehr oder weniger so ein Glücksspiel, wo man die Chance hat, einfach zeitlose Münzen zu vermehren. Ja. Oder auch welche zu verringern. Oder zu verringern, ja. Hat ansonsten keinen wirklichen Sinn. Ich kann mir auch vorstellen, dass das durchaus so gedacht ist. Und das zeigt eben auch, was diese Insel soll. Es ist einfach, macht, was ihr wollt, worauf ihr gerade Lust habt, was gerade los ist. Es gibt halt keine Questführung, es gibt keine täglichen Quests. Man macht halt einfach, wenn man Lust drauf hat, was man da machen möchte. Hier zum Beispiel tatsächlich so eine Art Sprungrätsel, wie sie jetzt eher SWTOR oder Guild Wars machen derzeit. Da baumelt nämlich so ein Säckchen an dem Boot. Und da muss man sich überlegen, wie kommt man da jetzt hin? Ja, vorsichtig über das Seil. Deshalb springe ich jetzt hier so ein bisschen oben rum und komme dann dran. Sind wenig überraschend auch zeitlose Münzen drin. Mit denen wird man derzeit tatsächlich so ein bisschen zugeworfen. Also wenn man in einer Stunde kann man da locker an die 4000 oder so bekommen. Das ist auf dem Testserver derzeit sicherlich ein bisschen sehr freundlich justiert, damit die Spieler auch genug Münzen bekommen, um auch zu testen, was man mit den Münzen machen kann. Ja. Wird auf dem Live-Server sicherlich ein bisschen weniger, aber das ist eben tatsächlich das Hauptziel auf der Insel. Man macht, worauf man so Lust hat und wird dann eben mit den Münzen belohnt. Und worauf man Lust haben kann, einmal am Tag zum Beispiel, ist das hier. Ja, da gibt es diese Kranichstatue, wird man hoch in die Luft geschleudert und dann erst stellt man fest, dass dort ganz viele kleine Wolken mit Schatztruhen sind, zu dem man sich dann hochpusten lassen kann. Man schwebt nur, das heißt, es geht nicht wieder rauf oder runter. Also runter schon, aber nicht wieder rauf. Und dann habt ihr da die Kisten. Und dort gibt es natürlich zeitlose Münzen. Ja, kann man einmal am Tag machen und dann eben gucken, dass man das so geschickt aussteuert, dass man möglichst viele Kisten erwischt. Wo wir gerade beim Fliegen sind, eine Sache, die wir hier im Video noch nicht zeigen, weil wir das gestern oder beim Video aufnehmen auch noch gar nicht mitbekommen haben. Es gibt noch eine Art von Schnellreise in dem Spiel, um an Stellen zu kommen, die nicht ganz so leicht zu erreichen sind. Denn man kann nicht selber fliegen auf der Insel. Nee. Überall fliegen so Albatrosse rum. Die kann man angreifen, dann picken die einen hoch und ziehen einem am Schnabel durch die Gegend und dann kann man sie quasi angreifen, um dann wieder abzuspringen, wo man hin will. Also auch noch eine sehr kreative und nicht sehr offensichtliche Schnellreisemöglichkeit. Hier noch ein anderes kleines Spezialevent, das ich grandios versaut habe, aber das wollen wir uns mal kurz angucken können. Da kann man hier mit diesem Totenschädel sprechen, wenn er gerade da ist. Der verbannt einen in ein Geisterreich und sagt, wir müssen meine Knochen finden und nebenbei macht doch hier die Kisten auf. Da fliegen so ganz viele Geister rum, die, wo man schon sieht, die haben so einen Bereich um sich rum eingezeichnet. Ja. Jetzt, wo ich das Video sehe, wird mir relativ offensichtlich, ja natürlich, man soll halt dran vorbeischleichen. Ich hatte das nicht davon abgehalten, da zu greifen. Als ich das allerdings in der brütenden Hitze des Sonntagnachmittags gespielt habe, dachte ich, geil, Geister umbringen. Dann ist das Event aber vorbei. Also das Ziel wäre eben, da dann durchzuschleichen. Aber auch nochmal ein Beispiel dafür, dass es da wirklich sehr kreative und andersartige Events gibt und man da auch nicht nur aufs pure Farmen angewiesen ist oder seltene Gegner umhauen, sondern auch immer wieder tatsächlich so kleinere Quest-Events passieren, die auch ein bisschen ausgestaltet sind. So ein Kumpel von Tiefenschlund, so ein Walhai, haben wir schon mal in Cataclysm umgebracht, in Vashir. Gab es ja einen Erfolg dafür. Hier gibt es noch einmal so einen spaßigen Walhai, den man angreifen kann, ist ein seltener Gegner. Und wenn ihr das macht, bekommt ihr einmal einen Buff, der dafür sorgt, dass ihr Zauber wirken könnt, obwohl ihr euch bewegt. Und dann geht es natürlich darum, mit dem Walhai Schritt zu halten. Ja, der schwimmt einfach stur um die Insel rum die ganze Zeit. Der greift einen auch nicht an. Man sollte nicht genau in seiner Schwimmbahn sein, weil dann ist man sofort tot. Aber ansonsten greift er nicht an. Allerdings ist er verdammt schnell. Man kann sich diese weißen Portale, die man da im Wasser gesehen hat, diese Strudel zunutze machen, allerdings nicht etwa, um schneller zu werden, was man vielleicht denken könnte, sondern man bekommt dann noch einen kurzen Buff. Man macht ein bisschen mehr Schaden und bekommt mehr Zaubertempo. Ja. Ist ganz nett, hilft aber nicht dabei, bei dem Fisch hier mitzuhalten.
Deshalb unsere Gruppe, das sieht man dann auch gleich, was da vor allem hilft, sind einfach alle Effekte, die einem auf Wasser laufen lassen oder über Wasser schweben. Ja, dann das sieht dann so aus. Okay. Können alle drauf rumprügeln, das gilt übrigens für alle Gegner auf der Insel, haben wir noch gar nicht gesagt, die sind alle einfach geteilt. Egal welche Fraktion, egal ob in der Gruppe oder nicht, wenn jemand auf einen Gegner einhaut und dabei hilft, ihn umzuhauen, dann darf er auch nicht. Völlig egal, wer den zuerst gebrüllt hat und so weiter. Ja, und hier geht es an Tiefenschlunds Ende. Mit 130 Millionen Lebenspunkten dauert das. Ja, der Kampf war tatsächlich recht episch. Also das Vieh macht Spaß, wenn dann irgendwie 20 Leute versuchen, irgendwie Schritt zu halten und mitzulaufen. Ja. Und eine kleine Überraschung gab es auch noch. Da gibt es nämlich eine Geister- oder mit Geistern gefüllte Lampe. Und dann fragt man sich, was macht man denn damit? Und an der anderen Stelle der Insel gibt es hier dieses, ja, schon etwas spukös aussehende Grabmal, wo dran steht, dass da ein Piratenkapitän begraben wäre. Ja. Das kann man dann tatsächlich auch benutzen, wenn man diese Lampe hat. Und dann wird es schaurig. Ja, oh mein Gott, was hast du getan? Da steht er nämlich wieder auf, der Kapitän. Hält erstmal eine kleine Ansprache. Ja. Wir möchten übrigens auf den Hinweis geben, diese Wasserelementare, die da drumherum schwirren, sind sehr, sehr böse. Ja, also die Mobs, kann man in der Zeit sagen, während jetzt, lassen wir offen, was gleich passiert. Viele Mobs auf der Insel sind tatsächlich gar nicht so ohne. Also man muss schon durchaus aufpassen, Effekte zu unterbrechen oder rechtzeitig auszuweichen. Ich kann mir vorstellen, für Spieler, die nicht so besonders toll ausgestattet sind mit ihrem Charakter, wenn es der dritte Twink ist oder so, und da alleine rumlaufen, kann das, glaube ich, zumindest so wie es derzeit auf dem Testserver gebalanced ist, durchaus schwierig werden. Ja. Also man will da schon Gruppen haben. Also zu zweit hatten wir eigentlich nie große Probleme, das geht. Aber alleine kann ich mir vorstellen, ist durchaus ein bisschen knifflig. Und jetzt sehen wir schon, da ist tatsächlich ein Geisterschiff aufgetaucht. Wir haben quasi ein neues, weiteres Event gestartet. Ja, dieses Schiff können wir angreifen und man möchte sich dabei clever genug positionieren. Ihr seht, an der Seite schießen die Kanonen nicht ganz so gut. Vorne gibt es auch einen bösen Effekt. An der Rückseite stehen dann da oben die Piraten, Geisterpiraten, seht ihr ja. Die werfen dann mit brennenden Ölfässern. Das ist auch nicht so toll, sollte man auch nicht drin stehen. Wir haben aber einen sicheren Platz gefunden, nämlich am Hinterteil des Schiffs. Dort kann man nicht angegriffen werden. Wirkt derzeit noch ein bisschen exploitig. Ich nehme an, das wird noch gefixt. Der ganze Kampf gegen das Schiff wirkte ohnehin noch nicht ganz fertig. Sieht man auch gleich, weil der Kampf ist gewonnen, das Schiff versinkt, aber die Piraten stehen immer noch im Wasser und werfen mit Feuer. Ja. Das ist sicherlich nicht so gedacht. Also das ist auch noch sehr Beta und nicht ganz fertig. Aber insgesamt eben ganz schön, weil sowas gab es in WoW ja tatsächlich jetzt eher selten, dass man tatsächlich so diese Art von dynamischen Events hatte. Und das ist dann auch das, was die Insel, glaube ich, deutlich interessanter macht als zum Beispiel die Insel der Riesen, wo es ja tatsächlich nur darum ging, hau halt Gegner um. Oder auch das Brachland, wo ja die Anzahl der möglichen Events dann auch sehr eingeschränkt war. Auf jeden Fall.